Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei TKB Cards. Ja, ihr habt richtig gehört, wir heißen jetzt nicht mehr The Canterbury. Wir haben uns aufgrund der Vereinfachung unseres Namens umentschieden und jetzt TKB Cards genannt. Ist eine Abkürzung aus ja, The Canterbury, aus den ersten Buchstaben immer. Und ich denke mal, dadurch kann man uns deutlich besser finden und es ist auch einfacher zu kommunizieren. Ja, wie ihr seht, haben wir heute schon das neue Set oder das neue Nebenset Hidden Summoners, was ich euch heute vorstellen möchte. Kommt nächste Woche Donnerstag offiziell raus. Da drinnen bekommen die Prankits Support, beziehungsweise die Prankits kommen raus. Der Nephthys Archetype bekommt Support und dann die Mayakashis als Synchro Archetype. Was genaueres aus dem Set weiß ich jetzt nicht, weil es gibt noch keinen Spoiler, sowohl auf Facebook als auch irgendwo im Internet noch nicht. Deswegen gehe ich auch ganz blind hier ran. Und deswegen würde ich sagen, lass uns einfach mal überraschen, denn der Nephthys ist jetzt wiedergeboren. Hier haben wir auch wieder, wie gesagt, die 5 Karten pro Booster Pack und es sind alles Foils. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, da ist die Folie ab und dann gucken wir mal rein. So, hier haben wir das erste Booster-Display, das erste Booster-Pack. Ja, es steht nicht genau drauf, was drin ist. Kann man hier gucken. Ah, 40 Super Rares und 20 Secrets, also heißt also 4 Supers und eine Secret pro Pack. Dann geht's mit dem ersten los. Schauen wir mal rein. Und da haben wir die erste Prankit-Karte. Streichbuben heißen sie hier auf Deutsch. Streichbuben Pandemonium. Streichbuben Wauwau-Gebell. So ein bisschen so Comic-Archetype-mäßig hier. Tatsunoko, okay, der bekommt hier einen Reprint. Ist ein Synchro-Tuner. Mayakashi Metamorphose und als Secret Rare Tsushigumo, der toxische Mayakashi. Okay, das ist einer der Mayakashi Synchro-Monster, Level 5. Und das sind alles Monster, die sind generic, ne? Ein Monster und ein oder mehr Nicht-Empfänger-Monster. Gut, dann haben wir hier unseren ersten Reprint. Tatsunoko ist also hier drin. Okay, dann geht's weiter. Ah, okay, Shiranui ist auch hier drin, Shiranui Samurai. Vorbereitung der Riten, ja, das wurde mir auch schon gesagt, dass hier ein bisschen Ritual-Support noch drin ist, wegen Nephthys. Blitzfusion ist hier drin, okay. Streichbuben Pandemonium nochmal. Und als Secret Rare Jüngerin von Nephthys. 02000. Gehen wir mal hier rüber. Und die anderen Karten hier hinten hin. Dann sollten ja die anderen Shiranui-Karten auch noch drin sein. Ist also wieder ein Solitär drin, man weiß es nicht. Dann haben wir hier Zauberer der Dämmerung. Der war zuletzt im OTS-Pack drin, ja. Rivalität der Kriegsherren hat ein Reprint hier, okay. Das ist ja was ganz Feines. Seit ewigen Zeiten mal wieder ein Reprint für diese Karte. Nicht schlecht, cool. Also eine der besten Karten hier wahrscheinlich aus dem Set. Refusionierung. Vertragserfüllung, also alles so Ritual- und Fusionssupportkarten. Und als Secret Rare Hajun, der geflügelte Mayakashi. Okay. Rivalität. Wie gesagt, der hat schon längere Zeit einen gebraucht. Jetzt hier. Cool. So, dann haben wir hier das vorherbestimmte Ritual. Fusionsrecyclinganlage. Wiedergeburt von Nephthys, so eine Ritualzauberkarte. Shiranui Seelenmeister, auch als Super Rare jetzt, cool. Und als Secret Rare Gashadoguro, der knöcherne Mayakashi. Der ist Level 8, Level 11. Okay. Ups, Entschuldigung. So, dann haben wir das Shiranui Spektralschwert. Nochmal Tatsunoko. Refusionierung. Matriarchin von Nephthys und als Secret Rare Anhängerin von Nephthys. Ein Ritualmonster der Stufe 2. Auch was Neues. Cool. Wie gesagt, ich bin gespannt, was noch hier drin ist. Genau, er darf natürlich nicht fehlen. Heiliger Phönix von Nephthys. Windsturm der Phönixflügel nochmal als Reprint. Ja, da ist ja auch der Nephthys drauf. Dann Streichbuben Wetterwäscher. Tsukahagi, der toxische Mayakashi. Und
Safu, der fahrende Mayakashi. Cool. Hinten seinen schwarzen Typi drin sitzen. Shirinui Samurai. Mancho der 10.000 Hände, der kriegt einen Reprint. Cool. Auch seit Secret Forces nicht mehr. Ist ja natürlich top für die Ritualspieler. Shirinui Spektralschwert. Erwachen von Neftis. Und als Secret Rare nochmal Haijun, der geflügelte Mayakashi. So, oh, die hat jetzt auch noch keinen Reprint gehabt. Die Ultra-Polymerisation. Beziehungsweise im Megapack war die drin. Streichboom-Raketenritt. Windsturm der Phönixflügel. Yasha, der knöcherne Mayakashi. Und als Secret Rare Oboro-Guruma, der fahrende Mayakashi. Alles so. So Masken auf den Synchromonstern. Das ist japanische Mythologie, würde ich sagen. Oder chinesisch, man kann, weiß nicht genau, aber ich hört sich hier japanisch an. Streichbuben-Wawaugebell. Streichbuben-Streiche. Super. Ansturm der Feuerkönige. Ah, heißt das also, da sind Feuerkönig-Karten drinnen noch. Shiranui-Seelenmeister und Anhängerin von Neftis als Secret Rare. Da kann ich mir vorstellen, dass der Garunix auch hier drin ist. Geht's weiter mit der Vertragserfüllung. Nochmal ein Donnerdrache, okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet, okay. Desynchro, ja, auch klar, bei Synchromonstern. Zuckerhake, toxische Mayakashi, Streichbuben zu Hause als Secret Rare. Schönes Zuhause haben sie da. Okay, Donnerdrache. Warum auch immer der Donnerdrache drin ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Wahrscheinlich einfach nur mal aufgrund des Donnerdrachen-Supports hier nochmal reingemacht, obwohl er eigentlich eine Legendary Collection war. Noch etwas günstiger jetzt. Dann haben wir hier der Streichbuben-Raketenritt, Matriarchin von Neftis, Shiranui Seelenmeister, Gozenmatch, auch ein Reprint, cool. Also kriegen die beiden Brüder hier ihren Reprint. Himmelblauer Heiliger Phönix von Neftis als Secret Rare. Level 8. Cool. Legen wir gleich mal daneben. Also das ist, ja, hätte ich nicht erwartet, aber hätte man sich eigentlich denken können, weil ich denke mal, dass die Mayakashi alle Zombies sind und bei den Prank-Kids, glaube ich, alle Feuer, muss ich jetzt mal überprüfen. Oder einfach nur, weil die Karten Reprint benötigt haben. Zauberer der Dämmerung, letzte Hoffnung von Neftis, Ansturm der Feuerkönige, Streichbuben Flammes, ja, die sehen alle wie Feuer aus. Und Neftis, die heilige Flamme, ein Link-Monster. Link 3, alle drei fallen nach unten. Cool. Ja, hat wieder mehrere Effekte, je nachdem, mit was er gelinkt ist wahrscheinlich oder was verwendet wurde für ihn. Also, ist eigentlich schöne Karten hier drin, muss ich sagen. Haben wir hier das vorherbestimmte Ritual. Kreis der Feuerkönige, genau hier ist die nächste Karte dazu. Verteidigerin von Neftis. Donnerdrache. Und als Secret Rare Ducky, die anmutige Mayakashi. Auf jeden Fall ein schönes Artwork. So, weiter geht's. Blitzfusion, Desynchro, Manju der 10.000 Hände, Streichbuben-Luftis, super. Und als Secret Rare, sieht gar nicht, doch da ein bisschen Secret Rare, Streichbuben-Kikeriki-Krähen. Ja, ist alles ein bisschen lustig gehalten. Die Streichbuben, na, hören Sie auf Englisch, ist deutlich besser an. So, dann haben wir hier nochmal die Rivalität der Kriegsherren. Streichbuben-Tropfies. Ach du lieber Gott. Mayakashi-Metamorphose. Chronistin von Neftis. Und als Secret Rare Mayakashi-Rückkehr. Ist auch ein tolles Artwork, finde ich. Also allein diese Mayakashi sind eigentlich alle recht gut gelungen, finde ich. Was man von den Streichbuben nicht so behaupten kann, ist alles ein bisschen comic-mäßig. Verteidigerin von Neftis. Shiranui-Spektralschwert. Yaksha oder Yasha, der knöcherne Mayakashi. Tsukahagi, der toxische Mayakashi. Und als Secret Rare Tengu, der geflügelte Mayakashi. Ja, das gibt, glaube ich, fast von jeder Stufe einen Synchromonster bei denen. Und da gibt es ja diesen FTK, beziehungsweise das Deckout-Deck mit dem
Bone Tower, wo man dann als die Synchro spammt und dann als die gegnerischen Deckkarten mildt. Streichbuben Pandemonium, Heiliger Phönix von Neftis, Fusionsrecyclinganlage, Streichbuben Tropfies und Oboro Guruma, der erfahrene Mayakashi, als Secret Rare. Ja, ich frage mich, ob noch irgendwas Besonderes hier drin ist, was toll wäre. Aber ich guck mal weiter, vielleicht kommt noch was Gutes. Also, alleine die Karten sind schon top. Streichbuben Streiche, Donnerdrache, Vorbereitung der Riten, Streichbuben Flammes und das Streichbuben zu Hause. Dann haben wir hier nochmal das vorherbestimmte Ritual. Windsturm der Phönixflügel, Vertragserfüllung, Streichbuben Raketenritt und Secret Rare Ducky, die anmutige Mayakashi. Fusionsrecyclinganlage, Tatsunoko, Streichbuben Wetterwäscher, Neftis Butlerin, stimmt, sie hat noch gefehlt, und Yuki Onna, die eisige Mayakashi. Das ist mit das schönste Artwork von den Mayakashis, das es gibt. Sieht so ein bisschen aus wie eine Handtrap und hat aber schöne zwei Pfeile nach unten, das ist top. Aber man braucht halt zwei Mayakashi-Monster, das ist also nicht so wirklich eine Karte, die man überall spielen kann. So, dann haben wir hier eine neue Karte noch. Streichbubenplan. Yasha, der knöcherne Mayakashi. Shiranui Samurai. Streichbubenstreiche. Goldsarkophag. Secret Rare. Das ist ein toller Reprint. Man sieht den Secret Rare-Effekt da. Ein bisschen auf dem Sarkophag und sonst. Aber Top-Karte. Gerade jetzt für die Donnerdrachen. Sehr toll. Also das ist ein schöner Reprint. Wir haben eigentlich gedacht, dass es eventuell im OTS-Pack ist im nächsten, aber vielleicht ist er da auch nochmal drin. So, Mayakashi Metamorphose. Wiedergeburt von Neftis. Neftis Butlerin. Ansturm der Feuerkönige. Und als Secret Rare nochmal die Anhängerin von Neftis. Da haben wir jetzt drei Stück schon von. Kommen wir zu den letzten zwei Packs. Kreis der Feuerkönige. Erwachen von Neftis, Ultrapolymerisation, Desynchro und als Secret Rare Hayun, der geflügelte Mayakashi. Ich hatte eventuell gedacht, dass hier auch die Super Poly drin ist, aber eventuell ist sie eine Secret Rare und ich habe sie nicht gezogen. So, und dann haben wir nochmal die Streichbuben Lufties, nochmal Gozen Match, top, Streichbuben Pandemonium. Streichbuben Wauwaugebell und als letztes Secret Rare. Oh, nochmal ein Goldsarkophag. Nette Karte, immer wieder gut. Wie gesagt, dreimal benötigt im Donnerdrachen-Deck. Und absolut Top-Karte schon immer gewesen. So, dann werde ich mal kurz ein bisschen aufräumen und dann schauen wir uns mal an, was wir alles an den Secret gezogen haben. Bis gleich. So, zurück beim Recap. Ich habe mal geschaut, ich habe 16 Secrets gezogen, unterschiedliche. Da haben wir jetzt einmal den Goldsarkophag, zweimal. Dann einmal die Yuki Onna, die eisige Mayakashi. Dann jeweils die Synchros, den Obuguruma, Tsuchigumo, Tengu und den Gashudoku oder wie sie heißen, als Synchros. Dann hier jeweils den Hayun, Daki und den Safu Mayakashi. Dann die Mayakashi Rückkehr. Das Streichbuben Kikerikikren. Das Streichbuben zu Hause. Und von den Neftis, die Jüngerin von Neftis, Neftis, die Heilige Flamme, Anhängerin von Neftis und Himmelblaue Heiliger Phönix von Neftis. Wie gesagt, vier Stück fehlen. Ich kann noch nicht genau sagen, wozu sie gehören, ob es noch Reprints sind oder ob es zu irgendwelchen Archetypes hier in dem Set gehört. Weil es gab, wie gesagt, keinen Spoiler. Ich bin ganz blind hier rangegangen. Deswegen war ich auch von diesen Reprints überrascht, gerade von diesen beiden. Gozen Match, Manju vor allem. Wegen Ritual Tatsunoko, halt wegen Synchro-Support. Und natürlich die beiden, die natürlich schon deutlich teurer geworden sind jetzt durch die letzten Zeit, weil es einfach gute Floodgates sind. Aber wie gesagt, jetzt etwas einfacher zu bekommen, super rare. Und dementsprechend etwas billiger. Ja, dann bin ich für heute mit dem Video durch. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da.
unseren neuen alten Kanal, sage ich jetzt mal, und schaut in der Beschreibung. Da aktualisiere ich jetzt nochmal die Links zu dem Card-Market-Profil und eBay, weil ja der Name sich geändert hat. Dort könnt ihr dann diese Karten hier oder auch mal Kashi, die Streichbuben oder die FDS-Karten erwerben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dahin.